Was geht, Oktobros? Heute gibt es mal kein Pre-Intro, sondern nur mich. Tim. Liken nicht vergessen. Jetzt. Jetzt war's im Kommen. Sehr schön. Sweet. Dann. Bro, was zu beginne den Part. Ich habe hier nur angetrunkene Flaschen rumstehen. Ich mal. Hab ich hier noch? Oh, nice. Hier ist noch was drin. Mann, die ist auch noch angetrunken. Ja, okay, weil da kann man noch was raussippen. Oh, das Monster noch gut ist. Nehmen wir doch mal einen Zipper. Was geht, Octobros? Mein Name ist Octopaul und willkommen zu einem weiteren Part. Der Oras versus. Ich habe gerade noch so genüsslich an meinem Bier genippt, ne, weil ich so dachte, das hat jetzt noch Zeit, aber na gut. Hi. Ich habe gerade noch in meiner Tasche geguckt, was denn da so drin ist. Sehr viel interessantes Zeug. Hallo Leute, wann habe ich das letzte Mal Was geht Octobros gesagt? Ich weiß es auch nicht. Hey, willkommen zu Oras. Oh, Paul, ich bin gerade über einen Abhang gesprungen. Wir sollten uns jetzt bewegen. Los geht's. Alles klar, 3, los 2, geht's. 1, go. Ich bin stehen geblieben. Auf dem Vulkan und sollte meine Pokémon noch heilen. Und ja. Ich habe jetzt gerade Bad Lavastadt betreten. Okay. Freunde, dieser Part wird crazy. Oh, ich bin so dumm. Wenn es ja. Was los? Ich habe gerade einen KP mit einem Supertrank geheilt. Hat es nicht gelohnt. Der Junge hat das Geld. Das ist schön, ich liebe sowas. Ich frage mich halt manchmal, ob es vielleicht sinnvoll wäre, X-Items zu benutzen in einer Nuzlocke. Ja. Aber man will da halt nie Geld für ausgeben, ist so das Ding. Ich mach das immer, wenn ich in irgendeiner scheiß Lage bin, in einem Kampf, und dann merke, oh, habe ich noch ein paar X-Items? Ja, da sowieso. So halt das, was man aufgesammelt hat, aber... Nimmst du das Isso-Ei mit? Ich weiß gar nicht, ob es gerandomized ist. Das weiß ich nämlich auch nicht. Oh, was, ich war nicht im Pokémon Center? Ich würde gerne wieder raus. Ich würde vorschlagen, wir könnten es offscreen einmal hatchen und ja. Wenn das nicht gerandomized ist, dann kriegen wir einen extra Encounter. Ja, ja. Weil, das können wir machen. Weiß nicht, ist glaube ich nicht so spannend, wenn wir das die ganze Zeit mittragen. Wahrscheinlich nicht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich brauche den Slot im Team noch. Ja, eben. Ja, dann machen wir das einfach bis zur nächsten Folge. Ja. Würde ich sagen. Ich brauche aber einen Slot im Team, um das mitzunehmen, ne? Ja. Das auf jeden Fall. Okay, machen wir das mal. Gelatini. Oh, Adrian. Guter Geschmack. Verstehst du, weil es ein Eis ist? Das ist so witzig, Paul. Ich so weiß. Witzig. Ich weiß. Achso, nein, ich wollte mit der Oma reden. Okay. Wie stehst du eigentlich zu so Pokémon wie Gelatini? Weil das ist ja etwas, was sehr verhasst ist eigentlich. Oder find im Anschein sehr verhasst. Ziemlich lecker. Vigator? Finde ich auch ziemlich gut. Finde ich auch ziemlich lecker. Gelatini finde ich voll gut. Also es gibt halt auch, ich finde halt diesen pauschalen Hass gegen Gegenstands-Pokémon jetzt nicht so nötig, weil gibt es halt ein paar, die richtig gut aussehen. Ja. Plus Gen 1 hatte halt auch sowas wie Magnetilo, ne? Ich liebe Magnetilo und Magneton. Ja, der ist halt voll nice. Also Skelabra ist halt so von den Gegenstands-Pokémon wahrscheinlich so das, oder generell die ganze Reihe, wo ich mir denke, Alter, das ist halt mega sick. Eben. Nicht zu schnell verurteilen. Gibt da schon coole Pokémon. Oh, was zum Fick. Was ist los? Paul? Das hatte ich schon mal irgendwo. Irgendwo ist mir das schon mal passiert. Und ich glaube, sogar bei dem Kampf gegen Mark. Weißt du, was gerade passiert ist? Nein. Mein dummes Pandago hat das Crocodile gecrittet und anscheinend hat Crocodile als versteckte Fähigkeit oder sonst was Kurzschluss. Und Kurzschluss bewirkt bei einem Crit einen Boost von plus 6 auf dem Angriff. Was? Und ich glaube, Kamerupt hat genau die gleiche Fähigkeit. Und ich hatte das mal irgendwo. Ja, dann. Aber. Ja, gut, dann viel Spaß. Hat irgendwas. Oh, ja, Taubos hat einen Ruckzuck-Keep. Okay, Knospi, es tut mir echt leid. Nein, Knospi! Vielleicht hat er ja keine physischen Attacken. Oh, Gewissheit.
Ärgerlich. Oh, es tut mir so leid. Warum passiert mir sowas? Ah, das finde ich schön. Wenn ich so an Rubin vs. Saphir zurückdenke. Er muss positiv sehen, Paul. Zu dem Zeitpunkt sind wir schon das Fünffache an Pokémon gestorben. Ich frage mich gerade, wo mir das passiert ist. Irgendwo hatte ich das mal. Oh Gott. Geh nach Hause. Oh Gott. Magby, geh weg. Oh. Übrigens, ich habe mich informiert, wann Heatran die nächste gute Feuerattacke lernt, Freunde. Wie Paul richtig angemerkt hat, lernt Heatran nämlich früher oder später Lavasturm. So, Heatran lernt zweimal Lavasturm. Einmal auf Level 1 und einmal auf Level 96. Aber das ist ja okay, weil es lernt ja bestimmt noch andere gute Feuerattacken auf dem Weg dahin. Habe ich recht? Ja, ja. Habe ich auch, denn Flammsturm, Level 49. Aber die Sache ist, du findest doch bestimmt irgendwo eine Herzschuppe. Das ist ein guter Einwand. Habe ich eine? Ich meine, ich habe eine. Ich kann sie dir rüber tauschen. Ach, stimmt, du hast eine aus dem Fels. Ja, ich habe keine. Aber es gibt in Uras, glaube ich, auch woanders Herzschuppen aus seinen Felsen. Ich kann sie dir auch rüber tauschen. Los geht's. Alles gut. Ich pack das schon. Vielleicht kriege ich vom Flavia gleich auch einfach, weiß ich nicht. Eine Herzschuppe. Als VM. Eine Herzschuppe, ja. Ah, ja, ne, Flavia hatte normalerweise Hitzekoller, also egal was es ist, Heatran könnte es lernen. Ja, das stimmt. Schauen wir mal. Ich hoffe auf das Beste. Let's go, Style Pass. Halt spannend. Ich hole mir einen Pokémon. So. Glaubst du, wir schaffen heute zwei Arenen in einer Folge? Nein. Aber ich glaube, da steht ein Donphan vor mir. Mein lieber Elefant. Mein lieber Scholido! Donphan! Was mache ich denn mit dir? Oh, das ist nicht gut. Donphan ist nicht schlecht. Donphan, es ist ein Encounter. Ja, ja. Achso, ja, die Donphan ist nice. Auf jeden Fall. Ich liebe Donphan. Okay, es ist, hat Gewissheit, aber das ist okay. Weil dieses Donphan hat ja keinen Kurzschluss. Hoffentlich. Das finde ich so okay. Ah, oh, Akani, hört auf. Gleich hab mein ganzes Team XP, wenn ich dich besiegt habe. Ich glaube, jedes Pokémon war jetzt einmal drin gegen Akane. Weil das die ganze Zeit Brüller spammt. Hier ist Smogon, holt jetzt auch noch rein. Haben alle Pokémon, kriegen alle die vollen XP. Hey, das ist ein Akane. Guck mal. Guck so. Mal, Kinder. Bitte bleib drin. Oh Gott. Oh, das war Schaden. Oh, ja, das würde auf, ich auf, sehr auf. Appreciaten, Mr. Donphan. Okay, ich müsste jetzt gleich bei Flavia sein. Echt? Schon? Ja, ja, deswegen war meine Frage. Ich glaube nämlich schon, dass ich zwei Arenen schaffen kann heute. Okay. Oh, nice. Smogon lernt Dunkelnebel. Ja, wobei, brauche ich gar nicht. Das ist dumm. Ich habe Klärsmog. Brauche ich gar keinen Dunkelnebel. Aber okay, egal. Man weiß ja nie, ne? Folterknecht. Kann passieren. So. Okay, dann. Morabel lernt erstmal Steinhagel. Ist auch okay. Hab ich jetzt einen Don von. Jeder bekommt ein Level ab. Du brauchst keine EP-Teile mehr. Paul sagt. Einfach jeder. Paul hat gesagt, ich soll meine EP-Teile ausmachen. Das ist mir doch egal. Deswegen werfe ich jetzt jedes Pokémon einzeln da rein. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. So. Schmoggy ist voll geheilt. Dann sollte jetzt eigentlich, oder? Denke schon. Yo, ich bin Flavia. Krass. Ich irgendwas wollte ich mir, glaube ich, gerade noch anschauen, aber egal, jetzt beginnt der Kampf. Irgendwas Wichtiges war da. Habe ich noch Tränke dabei? Habe ich noch Tränke? Wollte ich irgendwie das Gift mal heilen oder so bei meinem 1KP-Pokémon? Habe ich Isso noch im Team? Heatran auf der Box? Du kommst. Ah, ich liebe Flavia, ich finde die so cool. Ja, die ist großartig. Mega nice. So. Hitziges Wesen, das will man auf Donphan sehen. Donphan ist so eins meiner, also so ein Pokémon, mit dem ich meine ersten kompetitiven Erfahrungen gesammelt habe. Also, ja, oh nein! Was ist los? Habe ich gehofft, dass Flavia leicht wird? Ja. Hat sie ein Ho-Oh in den Kampf geschickt? Ja. Ja. Oh, Ho-Oh kann halt auch krassen Shit auf niedrigem Level. Aber Ho-Oh war vorher
War das Feuerflug oder Psychoflug? Feuerflug. Wie kommst du auf Psychoflug, ne? Alter? Okay, das ist Lugia. Heatran. Was kann Sturzflug? Jo, was? Okay, aber was soll denn aber ich hab Heatran. Alles gut. Oh, das macht so viel Schaden! Oh mein Gott! Antikraft, los geht's. Oh, bitte keine. Bitte kein Crit. Bitte kein Crit. Oder eine Max-Roll. Oh Gott, bitte nicht. Hey, kann Ho Heatran besiegen? Das macht halt so viel, super viel Schaden mit Dingens. Weil eigentlich nicht, deswegen gehe ich an Heatran. Okay. Okay, Antikraft. Und keine Boosts. Ernüchternd. Ernüchternd. Keine Zeit für Trainerkämpfe, muss Tim einholen. Ständig. Bist du da jetzt auch wieder durchgerannt durch die Arena? Ich habe schon ein paar Trainer mitgenommen, aber... Tim. Aber du kennst safe das Rätsel, ne? Safe würde ich nicht sagen. Also ich habe ja mal versucht, Oras zu speedrunnen. Ja, aber deswegen. Safe würde ich jetzt nicht sagen. Weil ich kenn's nicht. Oh, ich habe keine Antikraft mehr. Ach, weil Ho Erzwinger hat, ne? Oh, das ist schlecht. Big Brain Ho-Oh. Ja, gib dir bitte Mühe bei dem Thumbnail mit Big Brain Ho-Oh. Ich finde das gerade sehr gut. Es gibt mir ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt Toxin draufgepasst. Nein, ich sehe sie, kann ich nicht einfach runterspringen? Hallo Flavia, ich bin hinter dir. Was? Ja, man kann doch bei diesem einen Ding. Ach so, hoch, ja, stimmt. Ja, hast recht. Da war ich gerade. So von hinten hochkraxeln und dann erschrickt sie sich mega. Hey! Hey! Standst du nicht im Skript? Okay, ich glaube, ich bin da. Oder? Also, an dem noch vorbei und dann. Gott. Okay, gegen den muss man kämpfen. Das ist hier gerade ein bisschen belastend. Alter, das spammt, das hat den ganzen Kampf jetzt nur Sturzzug gespammt, aber jetzt sollte ich es geschafft haben. Okay. Außer er crittet mich jetzt und killt mich oder so, aber nein, alles gut. Funpy ist so süß. Ich hab Ho-Oh besiegt. Aber bitte lass den Rest nicht so krass sein. Das war ihr erstes Pokémon? Ja. Oh. Das war nur das erste. Oh Gott. Und ich habe mit Wablu geleadet, weil ich ein bisschen XP haben wollte. Oh, Funpy, bitte. Sandama, ja okay, Sandama ist okay. Funpy. Warum setzt du Ausdauer ein? Warum bist du gegen mich? Ich will doch nur vorbei. Jetzt. Drei Pokémon hat die, okay. Aber das ist eigentlich okay. Also, die Pokémon geben halt wenigstens ganz gut XP. Ja, das stimmt. Ich sehe es positiv. Das stimmt wohl. So, ich sehe es auch positiv, denn ich bin jetzt auch gleich bei Flavia. Kennst du das, wenn du eine Randomizer spielst und du hast. Also, die Gegner haben ja. Oh mein Gott. Yo, fuck. Ach, Zermalmklaue senkt die Verteidigung immer, ne? Ja, ich glaube, da war was. Oder 50%. Ja, eins von beiden. Ja, ich habe jetzt zwei Death Drops hintereinander bekommen. Ja. Okay, weil, jedenfalls wollte ich sagen, wenn du eine Randomizer spielst, weil die Pokémon, die der Gegner hat, sind ja immer zufällig. Aber kennst du das, dass du trotzdem dann so Angst vor einer Arena hast? Einfach aus Reflex, ja, aus Erfahrung. Ja. Das sind meistens die Normalarenen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Insofern. Let's go, Flavia. Let's go. Ich brauch Zeit. Bitte sei einfach schlecht. Warum hab ich gerade Heatran geheilt? Das war gar nicht mal so sinnvoll. Aber okay, das, egal. Ich bin noch so gespannt auf das, was alles kommt. Wenn es anfängt mit den Level 40er Pokémon. Ja, alles weil, falls ihr dann das nicht wisst, ab Level 40 sind nämlich alle Pokémon voll entwickelt. Und können, glaube ich, auch. Haben das eingestellt, dass die keine Trash-Moves mehr können? Ich glaube, nee, das weiß ich gar nicht, aber... Das weiß ich auch gar nicht, aber dann wird es auf jeden Fall crazy. Und bis dahin ist nämlich auch so mein Ziel, wenn die Level 40er anfangen, bis dahin sollte mein Team halt stehen. Ja, eben. Deswegen, das ist jetzt alles die Preparation. Richtig, und dann richtig. Dann geht's los und dann wird's auch echt interessant. Aber sowas finde ich gut, dass es solche Einstellungen gibt, weil es mich mega nervt in irgendwelchen Projekten. Wenn man bei der Top 4 ist und dann, keine Ahnung, kommt da auf einmal am Ende ein Raupi. Ist halt weniger interessant. Oh nein! Hm? Nein! Ich glaube, ich habe gemissplayed. Oh nein, oh Gott, bitte nicht. Was passiert? Oh. Was passiert? Das hört sich so schön an. Oh, das hört sich gar nicht so schön an. Nee, aber wusstest du, dass wenn du einen Supertrank auf ein vollgeheiltes Pokémon im Kampf anwendest, dass dein Zug dann gewastet ist? Echt? Ja. Oh. Da kommt dann, hat keine Wirkung und dann greift der Gegner an. Deswegen habe ich fast mein Pyrotor verloren, weil ich mir gemistigt habe. Oh Gott. Ja, okay, das ist stupid.
Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Pokémon hier. Okay, Grimasse. Ich habe auch Angst. Ja, sie hat einen Bisofang und ich will Bisofang nicht unterschätzen. Das verstehe ich. Bisofang kann auch scary sein. Oh. Bist du schon bei Flavia? Ja. Krass, ey, du hast ja richtig gut aufgeholt. Ja, ich habe mich beeilt. Ja. Sie hat Vergeltung auf ihrem Bisofang. Und ich war gerade mit Pandago drin. Ich habe den Heal predicted. Konnte nochmal für einen Move gehen. Oh, warte mal. Eigentlich sollte es ja keine Unlicht-Moves haben, hoffentlich. Es hat wahrscheinlich nur normale Kampf-Moves dann. Es dürfte safe sein. Ich glaube, Flavia hat gar keinen Trank mehr eingesetzt. Doch, stimmt gar nicht. Bei Ho hat sie ja eingesetzt. Ja, nee, never mind. Okay. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Oh, Boys. Ich bin so dumm. Oh, Boys. Nein, ich bin einfach nur dumm. Warum, was passiert? Ich bin in Pumpgen gegangen, ja? Und dann ist mir eingefallen, ach kacke, das Ding hat wahrscheinlich Vegetarier. Mhm. Geh auch extra nicht auf Rasierblatt, aber ich gehe auf Egesam. Weil ich dachte, oh ja, Status-Moves, die sind schon okay. Meine Hitze-Cola-TM ist einrollen. Kacke, ey, jetzt hat das auch noch plus 1 Angriff. Ah, das wollte ich gar nicht, da wollte ich nicht hoch. Okay, also Norman werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber ich könnte noch dahin kommen. Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Mal gucken. Gut, das wäre geschafft. Also dann, Blütenburg. Das nächste Mann, Ziel. Das war so dumm. Triff dich selbst. Triff dich selbst, bitte. Ja. Okay, Schlammbad. Bitte reich aus. Pokémon hat sie noch bei dir? Reich aus. Das ist ihr letztes Pokémon. Bitte triff dich selbst. Ja! Okay. Hab's geschafft. nice. Du bist mir so hart auf den Fersen, Alter. Konfuster. Ja. Kein Bock mehr, wenn du die ganze Zeit so vor mir wegrennst. Heftig, wie viel Zeit ich verloren habe bei Dingens. Ja. Bei Ho-Oh. So schnell kann's gehen. Oh, der Orden sieht aber so viel war's gar nicht, aber Ho-Oh war schon hart. Okay. Ja, das brauchte ich jetzt aber auch. Nice, Frustration. Okay. alright. Okay. Ich bin bereit. Wahrscheinlich nicht, aber. Rennst du jetzt direkt zu Norman? Ich renn jetzt direkt zu Norman. Okay. Ob ich diesen Partner schaffe, wäre halt schon geil, muss ich gestehen. Das wäre ein bisschen crazy. Sache ist. Nehmen wir noch Hypertränke mit. Ich kann mir jetzt, glaube ich. Noch. Passt. Gar nicht das Ei abholen. Okay, das mit dem Ei muss ich, glaube ich, wann anders dann machen, weil ich es mir jetzt noch nicht geholt habe. Du kannst einfach auf Nein klicken. Aber dann nimmt die mich nicht bei Bricks. Nein. Richtig. Los. Raum der Initiative. Auf geht's. Ich glaube, steht sie dann nicht noch rum und man kann das später machen oder ist das dann ganz gecancelt? Das weiß ich nämlich nicht. Sonst hätte ich das auch gerne ausprobiert, aber. Okay. Das war mir zu risky. Ja. Ich hätte gerne übrigens beim Raum der Initiative, hätte ich gerne einen Fan-Hack, wo dann in diesem Raum einfach Running in the 90s läuft. Das wäre mega sehr gut. Okay. Oh lol. Alter, die normalen Trainer in der Arena haben Pokémon auf Level 28. Ja, deswegen. Aber die haben doch alle nur ein Pokémon, ne? Ich habe Angst vor der Arena, wenn ich ehrlich bin. Ja, die ist halt auch crazy, weil die X-Items sind auch nicht ganz so zu unterschätzen, muss ehrlich sein. Ja. Also mal gucken. Oh jol, Stachler, was ist da los? Normalerweise würde ich jetzt auch erstmal trainieren vor so einer Arena, aber ich kann jetzt schlecht die Zeit hier wasten. Kannst schon, Mann. Könnt ihr den Encounter in der Wüste? Let's go. Vor allem in Blütenburg City trainieren, lul. Ey, nein, irgendwo anders einfach noch Trainer machen. Sind ja noch genug da. Irgendwo anders also. Ja. Mhm. Na gut. Oh, Pauls geheimes Trainingslager. Ich will eine Feenattacke haben. Die Geheimbasis mit den drei Level 100er Hyteras. Ja, die baue ich mir auf. Mit Heilopfer. Baue ich mir schnell auf. Ach, Hito, du lernst so gute Attacken. Ich werde dir natürlich einen Teil-Sound beibringen. Das ist, ich mach gar keinen Schaden. Amazed. Bin richtig amazed. Beständigkeit? Was ist Beständigkeit? Ist das eine Attacke? Raum der Beständigkeit? Keine Ahnung. Nee. Das ist der Raum der Beständigkeit. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Ach so, der hat dann bestimmt Guardspecs oder so, dass die Werte nicht sinken.
Okay, oh, Lorblatt. Ich weiß es nicht. Weißt du was, Wablu? Das darfst du probieren. Versuch, dieses Lorblatt zu bezwingen. Du wirst leider gnadenlos scheitern. Ich habe richtig Machen Angst vor der Arena. Weil... Ja, das meine ich halt, ne? Die ist... Ich halt, oh, das waren Crits? Ich mache echt nicht viel Schaden. Du bist so kacke. Du bist halt hart kacke. Puh, Alter. Na gut. Okay. Ja, ich bin auch noch ein bisschen... Mal schauen. Also... Ha. Ist halt eigentlich dumm, weil die Pokémon sind random. Kann halt auch sein, dass du hier durch 5 Puponchos durchrennst oder so, aber... Ja, aber wenn am Ende dann... Wie viele lädt er 2 Leta King? Und sind die beide auf Level 30? Nee, die sind... Also der hat 2 Leta King, Mundtier. Und die das erste und Mundtier sind auf 28, meine ich. Und das letzte ist auf 30. Ja, und wenn die da irgendwie 3 Ho-Oh entgegenkommen, dann... Oh, Junge. Bitte nicht noch mehr Ho-Ohs. Bitte nicht. Da habe ich auch nicht so Bock drauf. Jindu Junland Bodycheck, ja, okay. Das ist traurigerweise dein bester Angriff, Wablu. Den möchte ich mich aber nicht unbedingt verlassen. Aber dann, Mega Altaria, damit Pixelate, dann geht's ab. Die Zeit, die du bei den Mega-Entwicklungen verschwendest, weil du immer die Animation machen musst, die nutze ich aber richtig gut aus. Das haben wir auch schon überlegt. So, Raum der Stärke. Welchen? Da werde ich jetzt mal Smogmog benutzen. Ist jetzt der dritte Raum bei dir? Ja. Okay, bin jetzt gleich auch im dritten Raum. Was? Ja? Was? Junge, ich What the bin fuck? Richtig am Button-Mashen und konzentriere mich. Seit wann hängst du mir denn wieder am Arsch? Ja, die Warum hast du den Gyarados? Das sieht fast aus, wie nicht gerandomized. Oh, X-Angriff. Oh, ich hätte doch Clairsmog gehen sollen, das wäre so viel besser gewesen. Aber bist du links lang gelaufen, die Räume? Ich bin links lang gelaufen, ich bin rechts lang gelaufen. Okay. Auf deinem rechts und da habe ich auch nie Probleme. Bin ganz zufrieden bisher. Kurtel. Hallo. Hallo. Hallo, Mr. Kurtel. Schön, Sie kennen so lernen. So, Clairsmog. Haben wir das Problem schon mal gelöst? Nicht irgendwas gegen Kurtel. Naja. Naja. Schluck weg. Okay. Ich will aber eigentlich gar nicht zum Arena-Leiter. Ich bin bereit, Leute. Zwei Gyms in einem Part, ist das insane? Ich denke schon. Fluch, okay. Auf geht's. Okay. Oh, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich will eigentlich da echt nicht rein. Nee. Eigentlich so gar nicht. Eigentlich denke ich, wir tippen... Er sitzt da halt auch so, von wegen so, Sohn, wir müssen reden. Ja. Du hast schon wieder dein dreckiges Geschirr nicht sofort in die Spülmaschine getan. Deswegen würde ich jetzt mein riesiger Affe verprügeln. Und ich habe gleich 3 davon. Ja. Okay. Stell dich in die Mitte, es geschieht schneller als du denkst. Okay, ja, ich warte nochmal nach vorne, die XP nehme ich mit. Das sagst du jetzt und du wirst so aufs Maul bekommen. Das ist so, ich wünsche es dir. Das werde ich bereuen, aber es geht schon los. Okay, so. Alright. Ich pack direkt Alright. Das Stärkste nach vorne. Keine Risiken eingehen. Ja, ich auch. Wablu. Keine Risiken. Ursaring, ja, okay, Ursaring ist okay. Normal, das ist eine normale Arena, was ist da los? Ursaring ist okay, okay. So. Ich habe halt den Tante. Du sitzt da. Das ist schön. Das freut mich. Ich glaube, es ist ein bisschen unbequem, da den ganzen Tag rumzusitzen. Aber du hast eine schöne Aussicht. Ich weiß nicht warum, aber die Arena ist einfach, oder der Raum, wo Norman drin sitzt, ist einfach mega hübsch. Da haben sie sich richtig viel Mühe gegeben. Ja, ist halt wirklich so. Der Boden. Auch mit den Blättern, die draußen so umherfliegen. Der Boden reflektiert okay, so schön. Ich werde jetzt Alter. Richtig tryharden und einfach mal Fluch-Setup betreiben mit Tintante. Okay. Ich hoffe, da kommt gleich ein Feuerpumpen. Ah, ich kann es aber nicht machen, weil er die ganze Kameradschaft einsetzt. Okay. Yugong. Nervig. Yugong ist okay. Ich habe eine viel bessere Strategie, Mann. Toxin. Ja, die hat mein Heatran halt auch. Für den Fall der Fälle. Hey, dein Heatran hat Toxin. Ja, ja. Hast du es als TM bekommen, oder wie? Ja. Ah, okay. Das wusste ich nicht mehr. Okay. Das kriegen wir hin, Tintante. Das kriegen wir hin.
fast. Okay, das ist okay. Also wenn er seinen Trank an Osaring wasten will, ist mir das nur recht. So. Ich sollte mal Kraftkoloss, glaube ich, auch auf Pandago packen. Ich denke, das würde denen nicht schaden. So. Ist Kraftkoloss als TM? Ja. Jo, Alter. Jo, okay, das ist halt wirklich nicht verkehrt. So. Kriegst du jetzt einen gerade Schlag rein? Jo, okay. Direkt weg. Osaring okay, ist nice. Bezwungen. Jo, ich hab dich aufgeholt. Oder wir sind jetzt gleich. Wir sind gleich auf, ja. Ich hab gerade Yugong besiegt, in dem Moment, als du es gesagt hast. Ja, nice. So, Geowatz ist das nächste. Nein, egal. Ich brauch keinen Überwurf. Ich glaube, ich bleib einfach mal drin. Oh, das ist ein Level 30er. Militalis. Ja, ich wusste, er hat Finale. Ich wusste es. Hm? Wer? Geowatz hat Finale eingesetzt. Okay. Ah, ist nur gut. Geht nur schneller. Mann, ich glaube, Militalis hat kein Finale. Stravikel ist das letzte Pokémon, Alter. Come on. Ja, was? Let's go. Er hat mega Militalis. Oh, Jesus. Aber ich glaube, er kann nichts gegen Pumpkin machen. Oh Gott, nein. Bitte hab Icy oder Feuerschlag. Nein. Bitte. Dann geh einfach weg. Bitte lass mich in Ruhe. Ah, ich hab dir nichts gedacht. Bitte. Gedankengut. Bitte. Oh, richtige Enttäuschung. Auf einmal Psychokinese und dann nicht so nice. Kannst du 6-mal einsetzen, dann macht Meditalis vielleicht 3 Schaden. Ja. Ich critty alles weg, meine Pokémon haben Bock. Ich hab Norman besiegt. Ah, fucking Geo. Mein Ziel ist erfüllt. Oh, mein Simsala ist jetzt Level 30. Ich musste kurz wieder nachdenken. Ja, ich muss auch ständig, wenn ich den Namen so sehe. Mann! Ich dachte, ich könnte dich jetzt überholen. Das Geowatz mit Finale war halt schon ein harter Supporter. Warte, er wechselt raus? Hast du ein Normal-Pokémon? Er hat Leta King! Hä, als ob. Mann, was wollt ihr denn von mir? Okay, jetzt darfst du beunruhigt sein. Es hat Finte! Geht doch weg. Okay, Leute, ich glaube, dieser Part wird ein bisschen länger gehen, denn Paul scheint noch ein wenig beschäftigt zu sein. Es geht, also ich komme dann vorbei, aber es ist so nervig. Ich glaube, mein Papi weint. Hm? Was? Mein Papi weint. Warum? Weil das so emotional ist gerade. Wie er dir in den Arsch tritt. Ich glaube, ich weine gleich. Amnesie? Warum hast du ein Leta King? Oh ja, stimmt, ich kriege ja 12 von dem. Oh, wahrscheinlich hat er jetzt noch einen Trank, ne? Ach, oh, Leute. Nice. Nein, kein Trank mehr. Okay, perfekt. Gut, dann ist Leta King weg. Und nur noch Mega Meditanis. Warum gehe ich jetzt mit Heiko? Nimmt Heiko mich sofort mit nach Malvenfro? Ja. Und dann oh, nice. Kannst oh, du darüber. Gut, sehr gut. Und dann kommt die Latios und Latias-Gedönse. Ach, kriegen wir dann eigentlich ein Legendary? Ja, ne? Das, boah, das wäre nice. Ich glaube schon. Das wäre super sick. Stimmt, also ja, eigentlich schon. Das Thumbnail, das wird richtig nice. I got a what? A what? Okay. Oh. Hab es jetzt auch geschafft. Ja, oh. Sehr schön. So. Ich bin jetzt Malvenfroh im Pokémon Center. Okay. Dann. Gönn ich mir Latios. Oh, Latios. Komm her, Latios. Du spielst Rubin. Eigentlich. Dann kriegst du. Ja. Ja, dann krieg ich Latios. Yes. Das bin ich immer verwirrt, weil ich denke mal, man kriegt das rote Pokémon auch in der roten Edition, aber nein. Ja, ja. Aber okay. Ja. Okay. 2 Orden in einem Part, das ist echt crazy. Ah, das ist schon wirklich crazy. So, ich bin eigentlich ready. Ja, ich muss jetzt halt den ganzen Dialog durchklicken. Okay, dann gehe ich doch schon mal dahin. Du kannst ja noch ein paar Trainer machen. Ich habe Finsterfaust bekommen. Cool. Ich habe Seitentausch bekommen, beschwer dich mal nicht. Oder was kriegt man denn normal von dem? Heimzahlung, ne? Fassade. Kriegt man nicht in Oras Heimzahlung? Ah, doch, in Oras gibt man Heimzahlung, das kann sein. Okay. So, du musst jetzt Surfer lernen. Ich muss was der Trümmerer vergessen, ey, wenn ja, ich in Sigasurt mal ankomme. Ja, ja. Okay. Oh, sonst so, Let's Tim, go, wie geht's dir? Was macht das Leben?
Bestens. Ich sehe, dass ich auf der Route wilde Hydropi fangen kann. Das ist nice. Auch wenn du schon Moravel hast. Aber das ist nice. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt die Cutscene triggert. Oh, sie ist getriggert. Ja, aber du kannst auf der Insel da stehen bleiben. Ja, kann ich das? Ja, ja. Du läufst da ja frei rum. Ach so, auf der Insel meinst du? Ja, ja, ja. Okay, das stimmt. Was wollte ich gerade sagen? Habe ich überhaupt ein Pokémon, was Surfer lernen kann? Fragen über Fragen. Kann Pandago Surfer lernen? Ich weiß es nicht. Hallo Latias, ich weiß, dass du Surfer lernen könntest. So, ich bin in Malvern Pro. Heilt der einen, Heiko? Oder muss man sich nochmal selbst heilen? Ich glaube, du wirst ich glaube, du wirst nicht geheilt. Nee. Okay, das möchte ich aber noch machen. Aber ansonsten wäre ich jetzt ready. Also, wenn du ready bist. Ich fliege gerade noch auf Latias Rücken und begutachte die majestätische Höhenregion. Okay. Dann viel Spaß dabei. Jetzt bin ich auf der Insel. Alright, so. Gut. Troy schwafelt noch. Bla 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 bla. Mega-Entwicklung, ich weiß. So, jetzt kann ich speichern. Alright. Cool. Nice, Pandago kannst du. Alright. Dann, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, smash den Like-Button. Nächster Part, wie immer, bei Tim. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Bye bye. Bye bye.